Hallo, ich will dir kurz zeigen, wie du einen solchen Kreativtoni auch zum Verschenken vorbereiten kannst. Also, du kannst sie ganz normal bespielen, wie ich es in einem anderen Video gezeigt habe, und dann ist eigentlich gar nicht mehr viel zu tun, um sie auch einfach Bekannten, Freunden, Familie weiterzuschenken mit der Musik, die du drauf hast. Dafür gehst du im Grunde nur in deinen normalen Account, wählst die Kreativtonis aus und nimmst dann einen, zum Beispiel hier haben wir den. Siehst, ist ja doppelt, alles drin, alles da. Und das Einzige, was wichtig ist, ist, dass du diesen Schalter hier ausmachst. Und damit kann dieser Toni überall gespielt werden. Mit der Musik, die du eben aufgespielt hast. Ist eine ganze Menge drauf. Und wichtig und sinnvoll ist, natürlich die Live-Version, Live-Funktion kannst du ausschalten. Wichtig ist es, ihn umzubenennen an die Person, der du ihn verschenkt hast. Er bleibt dann zwar bei dir in deinem Account drin und ist für die andere Person, wem du den schenkst, natürlich nicht veränderbar, aber die Musik, die Geschichten, was auch immer du drauf gespielt hast, eigene Musik vielleicht, eine eigene Geschichte sogar, die du vorgelesen hast, ist dann immer und überall auf anderen Tonis abspielbar und so kannst du da ein ganz schönes, individuelles Geschenk draus machen. Ganz billig ist es zwar weiterhin nicht, mit, glaube ich, 12 Euro für so eine Figur, den verschiedensten Ausführungen, aber eigentlich eine super nette und individuelle Idee, wie ich finde, haben wir hier selbst, wie du siehst, auch schon einige Male gemacht. Ja, dann kurzer Tipp, mach's genau so und dann klappt das auch. Dann bis zum nächsten Mal.